ist kein Kontakt drin, ne? Ich lasse das so, weil es anscheinend bestimmt so einen Sinn hat, wenn es so eingestellt ist. Keine Ahnung. Kein Kontakt? Ha. Ja. Dann sind wir unsichtbar. Ich weiß. Ich meine nicht, dass ihr euch wundert, weil das wird bestimmt schon einen Sinn haben, wenn es vom Ersteller so erstellt, eingestellt ist. Ja. Deine Mutter. Ich nehme mein nächstes Rennen auch deine Mutter. Einfach so. Boah, warte. Was habt ihr selbst gewettet? Hm? Nee, Kevin, Markus. Ich habe auf Markus gewettet. Okay. Bei Rennen ist er eigentlich immer mit dabei vorne. Das wird nicht, schade. Ich wollte gerade sagen, hört auf zu drängeln, aber das ist ja kein Kontakt drin. Ja, das sah sehr gekonnt aus, wie der eine da in die Mauer gesprungen ist. Beide. Oh, ist irritiert voll. Oh, Alter, im Game wäre ich jetzt explodiert, einfach nur, weil ich das Ding berührt habe. Da war gar nicht. So. Deswegen habe ich mich gerade auch gewundert, aber naja. Oh! Ja, geil, cool. Weil ich mich da übrigens weggedreht habe vorher. Ich hab einen Fehler gemacht, hätte es nicht überholen können. Ja, wie gesagt, ich habe mich da vor dem Tor weggedreht, bin dann dazwischen gefallen, wo es ja verwackelt bis das Haus war. Boah, was ist das für ein Rennen? Das ist übel zwick. Da hast du sonst nicht so ein Problem mit, Kev. Hey, das Kippe. Nee, mein Auto springt gerade übel in den Händen rechts hoch und da dreht sich. Es ist vorbei. Boah. Noch eine Runde, ernsthaft? Ja, wäre jemand ins Ziel gefahren, hättest du es schon gesehen. Boah, Alter, ist das extrem nervig. Du fährst auf der geraden Strecke, die Karre fängt an sich wegzudrehen. Mein Porsche macht fast gar kein Problem. Ja, alles gut. So, bei mir ist auch alles gut. Abwarten. Und das jetzt halten. Kommt er gleich hier mit einer Raketenwerfer oder so um die Ecke? Nö, alles gut.
Oh, ernsthaft, ich komm. Ernsthaft, der nimmt den Checkpoint nicht. Ich fahr voll durch und der nimmt sagt, nö, ist nicht. Jetzt nimmt er ihn tatsächlich. Geht nicht. Scheiß Laterne, weißt du? Da rutsch ich auch noch rüber. Ah, egal. Letzter. Gegnermodus? Oh nein. Oh Gott. Na dann, auf geht's. Schlitzen wir mal ein bisschen. Ach ja, weil welch eine Überraschung, dass Markus wieder der Schlitzer ist. Dieses verzweifelte Mal war auch Mann, das davor war cooler. Das zweite war wirklich cooler gerade. Ne, ich war mit dem ersten zufrieden. Das ist auch okay. Mit dem Bull. Nur die anderen sehen scheiße aus. Ist eigentlich geil, dass man das nicht selber aussuchen darf. Mal gucken, wie düster das jetzt mal ist, ja? Gar nicht, Raketen, was ist es, hell. Oh Gott, ist egal. Ja, stimmt, das ist hell. Ich will nicht mehr. Sehr hell. Sehr hell, ja. Man sieht ja voll viel. Ach, das ist die, wo wir hier uns mit dem Hacken so kacke hatten. Ja. Ah. Ja, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Das Ding ist riesig. Na, du musst ja extrem über die Karte gehen unten. Und siehst du ja nicht. Alter! Junge, wie kannst du mich mehr, schneller schlagen? Das macht gar keinen Sinn. So dumm. Vor allem, Alter, ich gucke mit der Taschenlampe auf die Treppe, auf einmal grinst mich von oben was an, so ja, gerade weil du schon fast tot so oft, wie ich dich geschlagen habe. Stimmt, ich hier mal drauf geschlagen? Nein, der haut mir mit der Shotgun ins Gesicht ohne Ende. Man darf nur da oben bleiben, okay? Ja, ja, da oben unten ist die Zone. Deswegen hang ich ja da, weil ich war oben, dann kam ich zurück und dann kamst du auf einmal um die Ecke und ich so, kack. Ja! Meine Vorarbeit hat gute Arbeit geleistet. Ja.
Das hat definitiv gute Arbeit geleistet. Das war nur ein Schlag. Ich hab nur den illirikulenten Stärken sehen gerade und ich dachte nur, ich schleich mal übel weiter da drüben. Ich bin halt auf ihn draufgesprungen. Ich bin, keine Ahnung, der ist einfach von der Tür. Ey, Runde also bitte, bitte, ein bisschen Kontenance, Enrico, ja? Der kann, nein, hä? What the fuck? Na, weil du gesagt hast, du bist auf mich draufgesprungen. Ja, ein bisschen Kontenance. Ist er ja, auch. Der ist ja vorhin. Und dann. Und dann kannst du. King haben von unten. Die Begegnung mit dir gerade hatte wirklich fast von einem dieser Geistervideos auf YouTube, wo jemand mit der Taschenlampe irgendwo hinzieht und auf einmal steht da eine Figur einfach ominös da. Überleg mal, jetzt kurz weg, das hier, das Gerät, sieht, dass da einer war und auf einmal ist er weg. Und eben kam Kev und sind damit vorbeigesprungen. Hä? Die beiden waren auch zusammen. Die sind die ganze Zeit zusammen rumgelatscht. Ich bin an die beiden vorbei. Ich saß die ganze Zeit in der Ecke und bin dann wieder losgelaufen. Da kam ja auf einmal diese Vibration. Ich bin ganz im Dunkeln rumgetapst. Ich hab nicht getraut, mir das Licht anzumachen. Ach, jetzt ist ja Kevin, gell? Ja. Junge, versuch's jetzt gar nicht, mich zu schlagen. Hä? Ich hab's gehört. Hä? Ich hab alles gemacht. Du warst die ganze Zeit in meiner Nähe und es ging die ganze Zeit. Ja, ich war bei dir. Nee, ich hab aber nicht geschlagen. Das war okay. Ich. Ja, ich hab nur diese mega Vibration gemerkt und wollte die ganze Zeit ihn im Dunkeln schlagen und da war aber keiner. Ja, ich hab auch die Vibration gemerkt. Also sind wir irgendwie zusammen in der Nähe gewesen. Ja, du warst ja auch direkt vor mir, du hast kurz Licht mal angemacht gehabt in der Richtung. Ich sehe gar nichts. Ich fühle mich jetzt langsam verfolgt. Auf jeden Fall, Map merken, dass die auf jeden Fall nochmal gut ist, weil die recht dunkel ist. Also die macht Sinn für Schlitzer hier. Ah, das mit noch mehr Leuten, Alter, das wäre so zum Feiern. Hab dich. Ja, okay, eben halt. Nee, ich hab da die Taschenlampe gesehen. Da legst du wieder aus. Die Tasche, ich hab da die Taschenlampe gesehen und bewegt. Hab dann beim ersten Mal den Kreis auf Rot gehabt. Sag hier, okay. Echt Leben gibt es auch nicht. Macht ihn alle, Jungs und Mädchen. Im echten Leben wärst du schon beim ersten Schuss tot gewesen. Naja, wenn du direkt den Kopf triffst, ja. Du kannst da nicht hoch. Was? Ja, du darfst da nicht hoch. Du verlässt das Spiel. Wir dürfen nur auf der Etage bleiben hier. Okay, gut zu wissen. Finde ich zwar bescheuert, aber gut. Kalt, heiß. Enrico, Tote reden nicht. Das habt ihr mir letztes Mal auch schon gesagt. Ja, das war vor allem Enrico, der das letzte Mal das gesagt hat. Das verwirrt tatsächlich. Dann merkst du. Ich bin ein Dämon. Ich bin dein Gewissen. Oh, das war knapp. Du siehst ja mit Infrarot, ne? Ja? Yeah? Nein, also er, ja. Nein, Enrico. Ja. Enrico, ja, meine ich ja. Deswegen, er sieht ja mehr als wir. Oh! Herzhaft! Kevin, ich bin voll nah an dir vorbeigelatscht. Ich hab's ja nicht gesehen, man sieht ja nicht. Ich dachte, ich nehme mal meine Rolle wieder zurück. Warum auch immer jetzt, weil ich hab eigentlich auf Till auf dich geschossen. Ja, du hast zugeschlagen. Er hat dir in die Brust geschossen und danach dich in dir ins Gesicht gehauen. Alles gut. Ja, aber ernsthaft, das wirklich sollte man wirklich einführen, wenn wirklich die Leute tot sind, einfach die Klappe halten. Weil das verwirrt übelst. Man kann auch Mund sagen. Ja, unter den Mund halten. Ist nicht böse gemeint, aber es ist
Gerade wenn du jetzt auf Schritte gehen musst, da redet die ganze Zeit einer, ist es, du hörst es nicht. Haben wir noch eine Runde oder was? Ja. Ja, wer drei hat, gewinnt. Na dann. Warum endet vor allem, das nicht? Vor allem am Anfang, Enrico so, ah, die ist total hell. Puff, war Stockfinster. Ist so, ja. Ich könnte die nur in hell. Ist gut. Aber ich finde die tatsächlich sogar im Dunkeln angenehmer zu spielen. Weil du wirklich mehr auf Hören gehen musst. Ich finde im Dunkeln auch alles angenehmer. Ich kann so fragen, auf welcher Seite man steht. Mama? Bitte beschütze mich. Kennst du den Typen auf YouTube, diesen Japaner? Mama? Ja. Oh. Oh. Oh, nee. Ja, ich kenne den. Den sein 95% seines Dings bestehen daraus. Jo, einfach Flut Scheinwerfer oder was das gerade war. Scheiße. Diese scheiß Taschenlampe tatsächlich nicht gehabt. Weil der vorher schon erst einmal geschlagen hat. Guten Appetit. Danke. Du bist tot. Es ist ein Spiel, wo man sich verstecken muss. Dann tust du dich verstecken, hältst die Position. Ey, du wirst gleich wegen Untätigkeit rausgeschmissen. Hm. Mich verarschen. Das hat mich früher mal aufgeregt, wenn wir hier dieses Labor gespielt haben. Du kannst vor allem nicht so schnell. Vor allem du so schnell. Verstecken. Das kommt immer fix. Das ist, ich meine, wenn du jetzt wirklich da 5 Minuten in dem gleichen Stelle da stehen würdest, würde ich es ja verstehen, aber. Oh Mann. Ja, sie ist voll in mich reingerannt, deswegen habe ich es gemerkt. Ich glaube, über das Podest auf einmal macht so kurz stehen geblieben. Ich so, was war das jetzt? Jetzt wird's gleich interessant. Enrico und ich mit Schrotflinte. Alter, hör auf, das verwirrt mich. Bruder, ich hab grad so einen letztlichen Anfall im Spiel. Alter. Ist das finster hier drin? Es riecht mit den Kürbis auf dem Kopf. Ich zieh ja nur auf dem Boden. Mensch, wo bist du denn?
Ah, da. Hab ja. Ich fuck. Ich ist halt einfach schneller. Hm, okay. Los. Bis halt. Eine Runde noch. Ich will nicht mehr, Mama. So, ich bin noch da. Ich musste mal gerade ganz kurz rüber. Oh. Ja, ist gerade kurz Besuch da, da muss ich mal kurz mal mich blicken lassen. Hallo und tschüss. Ja, es geht schlecht, du wirst ja selber online ist Pause drücken immer schlecht. Oh. Ich bleib einfach alle auf der Stelle. Jetzt ist Besuch da und du zockst trotzdem, so. Weißt du? Das ist unfair, dass du direkt neben des Boots. Ernsthaft? Nee, das ist Schicksal. Und plötzlich ist alles anders. What the fuck hat er bestellt? Ich war maximal verwirrt. Ich war so verwirrt. Auf einmal macht mein Charakter die Taschenlampe an. Ja, zack, voll hinten. Er war voll im Genick. Ich glaube, dass es so dunkel ist, ist manchmal auch gut, weil ich will gar nicht wissen, wie das aussieht, wenn ich ständig in die Wände reinlatsche, wenn ich hier über die Map, also die Map als Orientierung nutze. Ja, die beiden Toten sehen das ja. Ach, das war die Leiche. Das hat mich jetzt schon wieder aufgehalten beim Laufen. Das bin doch nur ich. Selbst im Totenzustand macht die wohl noch eine gute Figur. Da hältst du wenigstens still. Ja, wenn du schnell bist, bist du noch warm. Wie kann man bei Mc's ein 20er Chicken Nuggets wie Sour plus Dip Cocktail kostenlos bekommen? Ah, okay, alles klar, ich hab's verstanden. Hä? Das ist jetzt eigentlich total uninteressant, was da jetzt. Aber ich dachte, ich hab mich gestummt. Gut. Ja. Ganz gut. Erstmal ein bisschen Werbung für Dings in der Aufnahme. In Produktplatzierung und so. Kaufen Sie jetzt mit dem neuen Punktesystem von McDonald's. Eine Packung Big Mac Nuggets kostenlos erhalten. Oder einen Big Mac. Sammeln Sie die neuen Payback-Punkte bei Mc's. Enrico. Ich glaube, beim nächsten Video muss dann Kevin hier Dauerwerbesendung reinmachen. Ist so. Wir machen jetzt Teleshopping. Ja, bitte nicht in meinem Video. Tote Schweigen, ne? Unbezahlte Werbung. Bitte platzieren Sie hier Ihre Werbung. Ich hab Enrico! Halt doch mal die Klappe jetzt endlich.
läuft einfach weiter. Ja, oh, Alter. Das war jetzt grad so geil, wie an alle vorbeigelaufen sind gerade. Oh, Alter. Umgedreht und ein Schuss. Da musst du aber echt jetzt gerade einen Luckshot voll auf den Schädel gehabt haben, ey. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingeschossen habe. Ich habe wirklich nur einer eingetroffen. Ja, das muss Headshot gewesen sein. Aber ich hätte das gar nicht mitbekommen, dass du neben mir warst, weil es waren beide dunkel. Ja, du hast gerade das gleiche gemacht wie Baby vorhin. Du bist einfach in mich reingelaufen. Da merkst du kurz, wie der Charakter stehen bleibt. Weil du mich geschossen hast oder angeschossen hast. Ja, oh, aber davor, ich habe bemerkt, dass du in meiner Nähe bist, weil du in mich reingelaufen bist. Keine Ahnung, aber Hauptsache erstmal. Oh, Gott sei Dank, ey. Ja, das muss Kopftreffer gewesen sein, aus der Entfernung sonst gar nicht möglich. Keine Ahnung. Bevor wir starten, eine kleine Sekunde.